Also aus meiner Sicht geht es schon seit den 90ern bergab. Also wenn man 2000 als meine ersten Spiele betrachtet, ich kenne keine Olympischen Spiele, wo nicht nur geschimpft wurde, wie schlecht alles ist. Insgesamt würde ich sagen, wenn man als deutsches Team nur 3, maximal 4 Medaillenchancen hat und die nicht verwandelt, dann sieht es natürlich sofort total düster aus. Viele Trainer trainieren ihre Sportler manchmal auch über. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere auch zu müde war, um seine Leistung hier zu bringen. Wenn du so einen Athletenschlüssel hast von einem Betreuer oder Trainer auf 7 Sportler, stimmt die Qualität einfach nicht. Ich glaube schon, dass es ein absolut komplexes Thema ist. Ich würde mir halt angucken, wie machen es andere Nationen, wie machen es andere und was davon können wir übernehmen und ausprobieren. Ich glaube schon, dass es immer erst richtig eskalieren muss vom Problem her, dass wirklich was passiert, weil ich habe jetzt nicht besonders gesehen, was sich verändert haben soll zwischen 2000 und 2016.